Bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom gewann der Äthiopier Abebe Bikila den Marathon barfuß. Das geschah nicht ganz freiwillig, denn der damalige olympische Schuhsporthersteller konnte Abebe keine Schuhe in seiner passenden Größe liefern. Heutzutage erfreuen sich Barfußschuhe zunehmender Beliebtheit. Die Sportwissenschaft hat sich bereits eingehend mit dem Thema befasst und unterschiedliche Ergebnisse geliefert. Welche Vor- und Nachteile bestehen durch minimalistisches Schuhwerk und welche Empfehlungen können anhand des heutigen Wissensstands gegeben werden? Minimalistische Schuhe oder sogenannte Barfußschuhe besitzen eine flexible Sohle und wiegen ca. 200 Gramm oder weniger. Der Fersenabsatz beträgt 20 mm oder weniger und das Fersen-zu-Zehen-Gefälle beträgt 7 mm oder weniger. Alle führenden Schuhhersteller bieten heutzutage entsprechende Schuhmodelle an. Der Gangzyklus besteht aus einer Schwung- und einer Standbeinphase des jeweiligen Beins. Verschiedene Schuhe führen zu unterschiedlichen Gangbildern. Mit herkömmlichem Schuhwerk, das in der Regel über dämpfende Absätze verfügt, wird der Rückfuß beim Auftritt zuerst aufgesetzt. Das ist der sogenannte Rear Foot Strike. Die Abrollphase geschieht über den Mittelfuß bis zum Abstoßen über den Vorfußbereich. Beim Forefoot Strike ist der Fuß im oberen Sprunggelenk weniger fußrückenwärts gerichtet und die Wadenmuskulatur ist mehr angespannt. Dadurch wird der Aufsatz abgefedert. Dieser muskuläre Kompensationsmechanismus fehlt beim Rear Foot Strike. Die drei Belastungsarten können natürlich nicht streng dem herkömmlichen und dem minimalistischen Schuhwerk zugeordnet werden. Allerdings findet man den Rear Foot Strike eher beim herkömmlichen Schuhwerk und den Midfoot bzw. Forefoot Strike eher beim minimalistischen Schuhwerk. Beim Forefoot Strike wird die Schrittlänge reduziert und der Fuß wird näher am Körperzentrum aufgesetzt. Außerdem erhöht sich die Schrittfrequenz, wodurch insgesamt die Gewichtsbelastung beim einzelnen Schritt reduziert wird. Die Aufprallkraft beträgt 58% des eigenen Körpergewichts und die Bodenreaktionskraft im Knie- und Hüftgelenk wird reduziert. Außerdem wird das Kniegelenk beim Auftritt stärker gebeugt, wodurch die Stoßdämpfung mehr über den Muskelapparat erfolgt. Beim Rear Foot Strike hingegen entsteht eine Aufprallkraft von 189% des eigenen Körpergewichts. Es entsteht eine Kollisionskraft im Knie- und Hüftgelenk, die dem 2- bis 3-fachen des Körpergewichts entspricht. Und das trotz der dämpfenden Abseitswirkung eines modernen Laufschuhs. Barfußlaufen stellt potenziell einen natürlichen und effizienten Bewegungsablauf dar. Durch die erhöhte muskuläre Anspannung, insbesondere der Wadenmuskulatur, kann hier über einen langfristigen Muskelaufbau ein dynamischerer und kräftigerer Gangzyklus unterstützt werden. Die dünne Sohle führt außerdem zu einer erhöhten Wahrnehmung des Untergrunds und kann die Gelenkstabilität verbessern. Eindeutige Belege über eine Leistungssteigerung durch Barfußschuhe stehen allerdings noch aus. Das Verletzungsrisiko im Laufsport beträgt jährlich bis zu 75%. Allen Anstrengungen zum Trotz ist diese Verletzungsrate in den letzten 40 Jahren konstant geblieben. Typische laufsportbezogene Erkrankungen sind das patellofemorale Schmerzsyndrom, das iliotibiale Wandsyndrom, die Plantarfasziitis, die Achillodynie, das Patellaspitzensyndrom und Stressfrakturen von Tibia oder der Mittelfußknochen. Diesen Erkrankungen liegen natürlich vielfältige Ursachen zugrunde. Das Gangbild bzw. das Schuhwerk stellt nur eine von vielen Ursachen dar. Bisher ist nicht eindeutig geklärt, ob bestimmte Schuhe oder Gangbilder ein spezielles Verletzungsrisiko darstellen. Allerdings sind typische Verletzungen beim Rear Foot Strike das patellofemorale Schmerzsyndrom und Stressfrakturen des Schienbeins. Beim Forefoot Strike hingegen wird angenommen, dass Stressfrakturen der Mittelfußknochen, die Plantarfasziitis und bedingt durch die dünne Sohle Schnittverletzungen gefördert werden. Kritisch ist insbesondere die Übergangsphase von herkömmlichem zu minimalistischem Schuhwerk. Es wurde ein erhöhtes Verletzungsrisiko beobachtet und einheitliche Übergangstrainingsprogramme existieren bisher noch nicht. Eine schonende und langsame Umgewöhnung ist hier also sicherlich empfehlenswert.